Könnte jetzt auch tatsächlich sein, dass das eine der letzten Aufnahmen ist, die ich für Avanti on Tour in die Kamera spreche. Dass ich sterben muss, weil mich hat tatsächlich irgendwas im Wasser gebissen. Ja, mit Privatstrand ist heute mal nix. Heute müssen wir uns den Strand mit gefühlt 100 anderen teilen. Etwas abenteuerliche Anfahrt, aber ich glaube, der Strand wird's wert sein. Das war jetzt tatsächlich innerhalb von einer Minute die vierte Ecke, die voll war mit Toilettenpapier. Ne? Ich begreife uns Menschen manchmal nicht. Haben wir hier die schönste Natur und scheißen hier einfach irgendwo rein. Ne? So. Tja, aus dem Wasser waren wir jetzt schneller wieder draußen, als wir gucken konnten. Könnte jetzt auch tatsächlich sein, dass das eine der letzten Aufnahmen ist, die ich für Avanti on Tour in die Kamera spreche. Dass ich sterben muss, weil mich hat tatsächlich irgendwas im Wasser gebissen. Und ich meine, das war richtig ordentlich. Und ich sag wirklich gebissen. Das ist ein ganz schönes Loch. Und ich habe keine Ahnung, was es war. Jedenfalls da hinten sind jede Menge Kinder. Ich bin mal gespannt, ob da noch mehr aus dem Wasser rauskommen. Naja, also wie gesagt, falls das letzte ist, macht's gut und lasst einen Daumen nach oben da. Manchmal muss man dann für die schönen Plätze auch mal kilometerweit durch Olivenhaine fahren. Aber dafür stehen wir heute Nacht sogar mit göttlichem Beistand. Das ist nämlich eine kleine Kapelle und da haben wir das Meer. Allerdings kein Badestrand, aber steht mir heute auch nicht mehr der Sinn nach. So, ansonsten, oh, der Platz ist okay. Wir haben bis Kyparissia morgen nur knapp eine halbe Stunde zu fahren. Und ich glaube, hier bleiben wir. Oder? Hier bleiben wir? Ja. Ja, ne? Gut. Bleiben wir. Doch ruhig, ja, das hoffe ich. Guten Morgen aus Kyparissia oder Kyparissia, ich kann es nicht genau aussprechen. Wir haben tatsächlich den Wochenmarkt gefunden heute am Samstag. Und ja, ihr seht richtig, es regnet. Also immer hin und wieder ein paar Tropfen, aber egal.
Da müssen wir durch. So, und jetzt wird's spannend. Auch hier parkt die Feuerwehr wieder draußen. Also ich will ja jetzt nicht mit der Kamera über den Markt laufen, ne? Aber das ist unglaublich, ne? Riesige Kartoffeln, Säcke voll mit Walnüssen. Unglaublich. Granatapfel, ne? 1,50. Unfassbar. Ich glaube, ich lade jetzt gleich den ganzen Avanti hinten voll. Ach nee, wir müssen ja noch 17 Liter Olivenöl irgendwie unterbringen. Noch ein Glas Honig, 8 Euro. Und jetzt lacht mich da hinten dieser Riesensack Kartoffeln an. Ne? Da muss ich jetzt mal noch hin. Schaut euch die mal an. Also ich glaube, das waren jetzt 8 Kilo Kartoffeln für 60 Cent Kilo. Und jetzt habe ich noch Walnüsse. Und ja, Sonja sucht jetzt noch ein bisschen was für griechischen Salat. Wahnsinn. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das Ganze noch im Avanti unterkriegen. Also die Kartoffeln habe ich schon im Heckstaub verstaut. Das ging auch. Ja, ich habe immer noch keine eingelegten Oliven, ne? Also von daher müssen wir noch mal gucken morgen, ne? Jetzt drehen wir noch eine kleine Runde hier durch das Städtchen, weil wir haben eben tatsächlich einen Bäcker gesehen, also so eine richtige Bäckerei. Und da wollen wir mal schauen, ob wir da noch was finden. Ich habe Sonja mal da reingeschickt, weil die kann das besser. Ja, hier er patrouilliert schon die ganze Zeit hier die Straße hoch und runter. Das wird auch wahrscheinlich keinem gehören. Und sorgt hier ein bisschen für Ordnung. Ich habe erfolgreich ein Brot erworben. Und noch eine Kleinigkeit für zum Kaffee. Also was hier in Griechenland immer wieder erstaunlich ist, wir haben jetzt 23:30 und die Straßencafés sitzen voll. Aber nicht erst 23:30. Nee, Meistens schon 8:30. Ja, wollte ich gerade sagen. Morgens schon früh, überwiegend Männer. Ja, jetzt hier natürlich in der Stadt ein bisschen mehr gemischt. Aber so auf den Dörfern überall Männer, die dann morgens schon im Café sitzen. Unglaublich. Ja, ansonsten, ja, ist halt eine Stadt, ne? So richtig Charme wie in Naftlio. Hat es jetzt nicht, aber wir laufen trotzdem mal noch ein bisschen hier durch. Jo, jetzt haben wir es einmal irgendwo hingesetzt. Und da hinten kommt der nächste Kellner. Und der bringt noch was. Ja, jetzt haben wir nicht nur 5 Euro für den Kaffee bezahlt, sondern diese wunderschöne Flasche hier. Hat Sonja so gut gefallen, dass ich mal höflich gefragt habe, wo man die kaufen kann. Die kann man tatsächlich hier auch im Café holen. Auch nochmal 5 Euro. Und die nehmen wir dann mit. Also nicht die hier, sondern eine andere. Da kommt sie wieder mit ihren Tüten. Ja. Wie immer. So, und jetzt haben wir auch, Achtung, wieder Sonne. Das heißt, wir suchen uns jetzt wieder irgendeinen Spot am Strand. Kultur haben wir dann heute nicht. Hier gäbe es auch eine Burg. Aber wir haben jetzt Burgen, glaube ich, genug gefilmt und gesehen. Und deshalb geht es jetzt wieder runter zum Avanti, wenn der noch da ist. Sieht mal gut aus. Und dann stellen wir uns irgendwo noch ans Meer. Schön der Avanti ist, ne? Aber das Ding hier hat doch mal Stil, oder? Wahnsinn. Hammer.
Und jetzt guckt euch mal an, wie der aussieht hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber geiles Mobil. Hm? Du. Ich glaube wirklich, Rumänien nächstes Jahr, das wird für uns, das ist nicht gut. Hä? Ah ja. Ja, ein gutes Stück hinter Kyparissia haben wir jetzt wieder einen schönen Spot gefunden. Klar, jetzt im Oktober ist hier überhaupt nichts mehr los. Der Strand gehört uns mehr oder weniger alleine. So sieht das hier aus. Ja, angeblich soll da hinten der Bereich gesperrt sein. Kann ich jetzt von hier nicht erkennen, wegen der Brutplätze für die Seeschildkröten. Aber hier, das ist irgendwie doch offizieller Strand, würde ich mal sagen, ne? Umkleide. Also, gehen wir mal da rein, ne? Das könnte uns mal wieder schlechte treffen. So, Mahlzeit. Jo, wir haben nochmal ungeparkt, weil wir müssen, was heißt wir müssen, wir wollen morgen Richtung Olympia. Da treffen wir uns noch mit einer Bekannten von Nico und der hat Olivenöl für uns. Und da sind wir jetzt schon mal die halbe Strecke gefahren. Allerdings nicht ins Gebirge, sondern ja, wie immer mal wieder an den Strand. Ja, hinten am Horizont auch ein Kreuzfahrtschiff, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt irgendeiner drauf ist. Jo, ansonsten hier wieder. Müll, da muss man leider mit leben. Aber ja, ansonsten, es ist ganz schwer zu ertragen jetzt. Man stumpft auch nach 2 Wochen, was die Strände betrifft, so ein bisschen ab, ne? Also für uns ist das jetzt schon fast normal, aber trotz allem traumhaft. Heute Abend gibt es irgendwie mal Reste aus dem Gefrierschrank und einen frischen griechischen Salat. Wer wäre drauf gekommen? Mit Zutaten vom Markt. Genau, vom Markt heute Morgen. Und wir haben natürlich auch noch in der Bäckerei frisches Brot bekommen. Jo, der Stellplatz hier, fest in deutscher Hand. Und ich glaube, heute Abend haben wir wirklich mal die Chance auf einen Sonnenuntergang. Mhm. GoPro läuft natürlich schon oben auf dem Dach. Mal gucken, was bei rauskommt.
Jo, guten Morgen. Hier vom Strand. Wir hatten eine absolut ruhige Nacht hier draußen. Kann auch tatsächlich sein, dass wir heute Abend wieder hier zu dem Spot zurückfahren. So langsam wird es hier mittlerweile eng im Laderaum. Ich habe gerade mal Platz geschaffen, weil wir fahren jetzt nach Olympia. Und beziehungsweise nach Floka. Und da hat uns Nico noch eine Adresse gegeben, wo wir Olivenöl bekommen. Und hat uns da einen 17-Liter-Kanister reserviert. Ich bin mal gespannt, wie groß der sich nachher rausstellt und ob wir den da hinten noch reinkriegen. Jo, wirklich nett hier. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder etwas hoch ins Gebirge. So, in Olympia wären wir jetzt angekommen, sind auch schon informiert worden, dass der Eintrittspreis hier auch wieder mal 12 Euro, das ist das Standard, der Standardpreis, aber jo, alles in Ordnung. Ne, wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt noch vor, sind eh relativ früh unterwegs und jetzt schon zu Nico zu fahren wegen der Sache mit dem Olivenöl, das machen wir dann später. Erstes gehen wir mal in Richtung der Ausgrabungsstätten. Museum. Jo, vielleicht. Vielleicht. Ja, aber alles echt super gepflegt. Hier Schnieke gemacht.
Ja, wo wir gerade hier hinten so schön stehen, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Also die Verwendung von Tripods ist hier auch nicht gestattet. Die Verwendung des Mikrofons ist hier auch nicht gestattet. Und zu allem ist jetzt auch noch der Akku bei der Lumix von jetzt auf gleich ausgegangen. Gibt's halt nur Bilder. Zum Glück haben wir noch eine Ersatzkamera mit. So, Kurzbesuch in Olympia erledigt. Ja, ich glaube, man könnte sich hier tatsächlich den ganzen Tag beschäftigen und mit einem Guide auch noch viel mehr über die Hintergründe erfahren. Aber... Und nein, wir haben die Steine nicht umgeschubst, die lagen schon. Die lagen alle schon kaputt da, ja. Also, rentiert sich auf jeden Fall. Aber für uns war das jetzt mal wieder ausreichend. Menge Kultur. Oh, das war ja schon mehr wie sonst diesen. Ja, und kaputte Steine haben wir jetzt genug gesehen. Jetzt fahren wir mal in den Ort Floka, hier ein Stück vor Olympia, und gucken, ob wir da Nico finden. Jetzt irgendwie ganz nicht ganz sicher, was das hier ist, ob das jetzt hier so langsam zum Botanischen Garten hier wird. Unglaublich. Also das war jetzt mal wieder tatsächlich griechische Gastfreundschaft, absoluter Wahnsinn. Wir haben jetzt unser Olivenöl, wir haben ich weiß gar nicht wie viele Kilo Granatäpfel, Zitronen. Wir haben Basilikum im Topf. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir das gleich alles verstauen. Wir fahren jetzt mal wieder runter an den Strand, wo wir heute Nacht waren. Und dann nehmen wir erstmal den Laderaum hinten auseinander und müssen das Ganze ein bisschen umorganisieren. Aber ja, lieber Nico, liebe Kiki zu Hause. Liebe Eva. Ja, und liebe Eva vor allen Dingen für den Tipp hier. Absolut lieben Dank. Und wenn wir das nächste Mal hier unten sind, werden wir die auf jeden Fall wieder besuchen hier in Floka. Jo, ich muss aber wieder Auto fahren. Meine Güte, wir stehen wieder mitten in der Sonne. So, ich wollte euch noch ein kleines Update geben. Also das war richtig geil heute. Also sowas von gastfreundlich. Ihr habt es gerade gesehen, was wir an Zitronen, an Granatäpfeln, dazu dann noch dieses Bäumchen mit Basilikum. Ja, mit dem Basilikum müssen wir mal überlegen, wo wir das noch reinräumen. Aber irgendwie kriegen wir es noch unter. Thank you.
Und nein, wir zeigen natürlich vor dem Avanti mal wieder kein Camperverhalten. Mausi zupft frische Petersilie. Das frische Basilikum steht da. Und ist da ein Tomate-Mozzarella? Aha, sehr schön. Ja, irgendwie war ich jetzt den ganzen Nachmittag ein bisschen scheu zu filmen, ne, weil ich dachte, die haben es nicht so mit der Kamera hier, ne, aber die haben alle Instagram-Kanäle, also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ne? Ja, so sieht das jetzt hier aus. Und nur ihre Autos filmen. Ne, von daher, ja, wie immer, wenn ein paar Camper zusammenwerfen, kommt ein mittleres, kaltes Buffet dabei raus. Wenn sich natürlich die Kenner von Avanti und Tour fragen, Dirk, was ist mit Fleisch? Ich habe keins. Also, nee, das wird heute Abend auch mal tatsächlich nur mit Salat gehen, ne? Aber morgen hauen wir wieder irgendwas Totes in die Pfanne. Jo, der Ausblick, immer noch furchtbar. Also, man sieht ja manchmal, dass manche Kanäle einfach weiter sind als wir bei Avanti und Tour. Hier gibt es bei Kurt-Content gibt es schon die Tasse. Und jetzt gibt es mal acht. Passend zum Auto. Ich nehme euch mal mit. Hä? Hammer, oder? Gut, wäre jetzt bei Avanti und Tour völlig langweilig, weil das wären dann einfach nur schwarze Tassen. Das Schlimme ist, wir outen uns hier heute Abend schon wieder als fürchterliche Spießer. Weil, guckt euch mal unseren Tisch an, ne? Mit Deckchen. Und wir haben tatsächlich einen Rotwein heute Abend mal mit Korken und nicht mit Drehverschluss. Also, Hammer, ne? Und trinke nicht aus dem Tetrapack. So, Mahlzeit. Ich habe jetzt meinen eigenen Tisch. Ich will nicht an diesem Spießertisch da sitzen. Ne? So. Kommt doch bei meiner Höhe irgendwie mehr hin. Also ich weiß, ihr könnt mich jetzt nicht mehr sehen, weil es ist hier total dunkel. Ich sag einfach mal gute Nacht für heute und Kalinichter, morgen früh geht's weiter. Hier kommen doch jetzt die Stechmücken. Also, bis morgen.